Melde gehorsamst vom Bergungskommando zurück. Nachrichtengerät wie befohlen geborgen. Ein Kenngerät, ein Hyperbel-Navigationsempfänger und ein noch nicht bekanntes Anzeigegerät. Ich habe es sofort auf dem Dienstwege zur technischen Untersuchung weitergeleitet. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Wie hat sich nach Ihrer Kenntnis der Angriff abgespielt? Ich fand in der abgestürzten Maschine außerdem noch eine Hyperbelkarte und ein Notizbuch des Navigators. Aus ihm geht hervor, um 17.31 Uhr in England Start der ersten Welle. Bereits um 17.15 Uhr hat unser Funkmessbeobachtungsdienst gemeldet, dass ein Einflug in das Reichsgebiet zu erwarten sei. Um diese Zeit war die erste Maschine also noch nicht gestartet. Herr Oberst, das Einschalten einer Zusatzfrequenz für das Ostsystem der englischen Hyperbelnavigation kündigt mit Wahrscheinlichkeit ein Feindunternehmen an. Dadurch ist zusammen mit noch weiteren Erkenntnissen eine Vorwarnung unserer Abwehrkräfte gegeben. Jawohl. Nach ihrem Start wurden die Feindverbände durch die Funkmessbeobachtungsstellen laufend beobachtet. Ja bitte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sägeböcke. 5 Sägeböcke. 342 Grad. 342 Grad. Über 150 Kilometer. Über 150 Kilometer. Hier Stechmücke 4. 17.48 Uhr. 5 Sägeböcke. Richtung 342 Grad. Über 150 Kilometer. Pass auf, da kommen's.